Einen wunderschönen guten Morgen, alle Webinarteilnehmer. Mein Name ist Wolfgang Dender und ich bin geschaltet direkt aus dem Handelsraum von FX Flat. Wenn Nebengeräusche auftauchen, Stimmen meiner Kollegen zu hören, hat das damit zu tun. Ja, Dirk Kirchner wird heute Live-Trading wieder zur Börseneröffnung präsentieren. In den kurzen Risikohinweisen, da steht es auch nochmal. Selbst wenn live gehandelt wird, wir haben hier keine Handelsempfehlung ausgesprochen. Das Webinar dient zu reinen Schulungszwecken. Und ja, Dirk, deine Meinung hat nicht unbedingt was mit FX Flat zu tun. Deswegen kann man das nicht miteinander vereinbaren. Dirk, du bist soweit? Ja. Super, dann übergebe ich und wünsche allen Teilnehmern viel Spaß. Dankeschön. So, in der Hoffnung, dass das alles funktioniert hat. Das Bild ist auch da. Hoffe ich doch zumindest mal, dass es auf allen Kanälen dann auch da ist. Sage ich auch Hallo und herzlich willkommen hier heute Morgen zum Live-Trading zur Markteröffnung in Frankfurt. Man sagt, man hört mich nicht bei GoToWebinar. Ja, gut, Webinar hat uns halt morgen ein bisschen gestresst. So, dann nochmal sage ich Hallo und herzlich willkommen hier zum Live-Trading mit meiner Wenigkeit, mit dem Wolfgang. Das Ganze präsentiert von FX Flat zur Markteröffnung in Frankfurt. Diesmal dann auch mit Ton auf beiden Kanälen, so wie ich doch zumindest mal hoffe. So, ich hoffe, euch geht es gut. Den Wolfgang werdet ihr hier auch auf YouTube hören, aber nicht sehen. Und er mag bestimmt gerne nochmal irgendwie ein Hallo in die Runde nach YouTube, in die YouTube-Welt hinaus posaunen. Wolfgang, deine Bühne. Ja, guten Morgen. Ich bin direkt geschaltet aus dem Handelsraum von FX Flat. Falls Nebengeräusche auftauchen, Stimmen zu hören sind, hat das damit zu tun. Am Anfang habe ich die Risikohinweise eingeblendet. Ich wiederhole es einfach nochmal. Selbst wenn der Dirk jetzt live handelt, was er hoffentlich tun wird, dann sind das keine Handelsempfehlungen. Ne? Das Webinar dient zu reinen Schulungszwecken. Und ja, seine Meinung muss nicht der von FX Flat entsprechen. Insofern, Dirk, übergebe ich dir das Wort und viel Spaß an alle Teilnehmer. Ist so ein bisschen wie Ping-Pong heute Morgen, ne? So, jeder kriegt mal den Ja. Ball. Ja, mal gucken, wer als erstes unterm Tisch liegt. Das ist ja dann auch Teil vom Ping-Pong. Aber was mich interessieren würde, ist, ob auch andere Teilnehmer Probleme hatten, sich einzuwählen bei dem Webinar über Chrome. Genau. Das Deswegen würde mich sind wir wirklich heute mal Morgen auch so ein interessieren. bisschen. Ja, weil ich habe nämlich vorhin auch, deswegen sind wir so ein paar Sekunden zu spät. Ich musste nämlich auch irgendwie einen anderen Browser an den Start bringen, um mich überhaupt bei GoToWebinar über FX Flat dann noch anzumelden, könnt ihr mal gerne reinschreiben, ob ihr auch das Problem hattet und oder ob das irgendwie stressfrei durchging. Guck mal gerade hier durch. Ja, bin Ja, auf Edge. doch. Ja, okay. Ja, wie du siehst, das sind doch einige. Ich war dann nicht der Einzige. Okay. Beim Lutz ist leise. Lutz, mach lauter. Dreh am Rad, also an dem Knopf. Nicht am Rad. So. Gut, also, wie es auch schon im Risikohinweis stand, kann ich halt auch immer nur noch mal unterschreiben. Bitte nicht einfach nachhandeln. Das, also, beziehungsweise, ihr könnt machen, was ihr wollt, gar keine Frage. Aber wenn man halt hier irgendwie ausnahmsweise mal dabei ist und dann nachhandelt und nur einmal und dann sich daraus dann halt irgendwie Schlüsse ziehen will, ob das jetzt irgendwie gut ist oder schlecht ist, was wir hier machen, davon würde ich halt abraten. Wenn jemand es nicht lassen kann, nachzuhandeln, nicht nachzuhandeln, dann bitte gerne immer. Ja, dann hat man wenigstens auch irgendwie einen vernünftigen Schnitt. Und da sind auch die dabei, die dann halt mal daneben gehen. Aber generell ist natürlich alles keine Empfehlung. Ne? Das muss halt klar sein. Und das ist eben nicht nur eine Floskel. Und ich glaube mal, diejenigen, die dabei sind, die schon länger dabei sind, die wissen auch, warum ich das sage. Weil klar, ne, geht es auch mal halt irgendwie daneben. Meistens nicht, aber trotzdem kann es halt passieren. Vor allen Dingen bei einem Markt, wie man jetzt irgendwie gerade aktuell ja auch irgendwo haben. Oh, jetzt muss ich gucken, das habe ich hier unten. Das Bild habe ich vergessen, irgendwie vorher einzutarieren. Ah, ne, da komme ich. So, nämlich im Markt, wie wir momentan haben, der halt doch arg seitwärts unterwegs ist. Und gerade irgendwie der DAX, der irgendwie nicht so wirklich von der Stelle kommt, kann das schon mal ein bisschen anstrengend werden. Das heißt, da kann es dann eben halt auch sein, dass man dann eine Position da halt irgendwo sich dann irgendwo einfängt und wo man dann bis abends warten muss, bis man wieder raus ist. Ich meine, das ist der Vorteil bei der Range. Solange die Range halt bleibt, kommt man da immer irgendwie raus. Das Problem ist, es kann halt einfach richtig lange dauern. Und das ist halt auch immer so ein Ding. Und ich muss halt gleich mal gucken, was ich da jetzt entscheide.
Also ob ich jetzt hier einen Positionstrade aufmachen will oder halt, das heißt, mit Positionstrade meine ich halt immer eine Geschichte, die ich halt dann eben auch an mehreren Stellen ein, also ab und zubaue, nicht ab und zu ist der falsche Ausdruck, also ein- und ausskaliere. Und weil ich halt zum Beispiel ein bestimmtes Tagesziel halt im Auge habe, was jetzt den Kurs angeht. Und das heißt, das sind dann Trades, die würden dann halt nicht unbedingt im Webinar dann halt oder beziehungsweise im Livestream dann auch geschlossen werden müssen. Und dann gibt es halt eben andere Ansätze, wo ich sage, ja komm, ich mache hier nur irgendwie die Eröffnung und handel und fange mir da ein paar Punkte ein, wenn das halt irgendwie plausibler erscheint und mache den Trade dann relativ schnell zu. Das kann ich jetzt noch nicht sehen. Das gucken wir uns jetzt mal an, was uns der Markt da überhaupt jetzt irgendwie sagt und zeigt, was jetzt irgendwie sinnvoll wäre. Also wir sehen halt jetzt hier den DAX im H1, dass er halt wieder an die gleiche Stelle anklopft wie gestern, so wie ich das sehe. Ne? Also wenn ich hier mal umschalte auf den Daily, ja genau, da sind wir dann halt, ich weiß, ein bisschen kleiner oben, weil der Daily spielt jetzt mal ganz kurz nicht wirklich die Rolle. Also wir klopfen hier wieder ans Tageshoch von gestern an. Das war nämlich hier oben der Bereich. Kann ich aber hier natürlich auch mal einblenden, beziehungsweise da hier Vortag. Genau, also hier oben in grün wäre halt das Vortageshoch und hier unten das Vortagestief. Und da sieht man, das ist halt irgendwie knapp davor und hier bei mir halt eben auch die 16.960. Aber die halt hier fetten rot ist, wo es gestern auch schon nicht funktioniert hat. Und jetzt geht es natürlich halt wieder darum, halt erstmal einen vernünftigen Ansatz rauszufinden. Also was mache ich, wo packe ich den Markt an? Hier könnte man natürlich jetzt sagen, okay, wo Widerstand war, wird Widerstand sein. Also wo Verkäufer waren, werden Verkäufer sein. Wir haben halt hier eine Wirkungsumkehr, die ich jetzt hier gerade erstmal sehe von unten. Ne? Das heißt also, wenn das jetzt hier zum Beispiel die Range wäre, wo die halt einen Support auf der Oberseite auch hier gebildet hat, dann ist halt hier schlicht und ergreifend an der Stelle, wo es gestern schon war, als halt eben auch hier auch, hat einfach nochmal einen Widerstand. Deswegen ist das jetzt erstmal völlig legitim. Wenn man halt jetzt hier zum Beispiel shortet und dann halt irgendwie davon ausgeht, dass wir den Markt dann halt nochmal darunter befördern. Also für ein paar Punkte hätte es ja jetzt auch schon gereicht, wenn auch nicht wahnsinnig viele, aber relativ safe. So, das ist das Erste, was mir jetzt hier ins Auge fällt. Das Zweite ist natürlich, habe ich gerade schon gesagt, dass wir halt hier von unten gegen das Tageshoch von gestern jetzt irgendwie gerade laufen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass jetzt der Markt hier recht genau hier oben als Beispiel schließt, bei der 16.960 und dann der DAX direkt mal versucht, durch das Tageshoch von gestern durchzukommen. Könnte halt genauso sein. Das heißt, dann würde ich mich aber eher hier in dem Segment einskalieren. Also hier habe ich ja die Value Area eingezeichnet, zwar jetzt nur von heute. Also hier in Orange, das ist einfach nur, wo es jetzt heute das meiste Volumen gewesen ist und würde mich dort dann halt irgendwo versuchen zu positionieren, dann halt eventuell. Und das heißt, das wäre die 16.940, die sehen wir hier natürlich auch oder sollten Sie zumindest auch hier sehen, 16.940, ja, wobei hier der Point of Control ein bisschen höher gerutscht ist. Das ist eigentlich ganz nett, weil hier sieht man, und dann auch mal schön den Unterschied zwischen echtem Volumen und Tickvolumen, ne? Weil also hier ist halt der Point of Control deutlich tiefer und das heißt, das ist gerechnet an den Ticks, also Tickvolumen, nur mal das so am Rande, das ist das Fake-Volumen und nicht das Fake-Volumen, so will ich es gar nicht nennen. Es ist bei CFDs wird halt Volumen da, also in der Form gerechnet, immer wenn es an einer Stelle eine Kursänderung gibt. Da gibt es einen Tick. Ein Tickvolumen heißt, da werden einfach die Ticks addiert und so errechnet sich dann der Point of Control, was normalerweise der Punkt ist, an dem das meiste Volumen war. So, und bei Tickvolumen führt das dann halt eben dazu, also bei CFDs, dazu, dass nämlich halt der Point of Control einfach genau an der Stelle ist, wo die meisten Kursänderungen waren, beziehungsweise wo der Kurs letzten Endes am häufigsten gewesen ist. Ne? Und hier sieht man, dass das halt nämlich ein Stück tiefer liegt, nämlich hier bei der, wo sind wir, 16.940 und das Future-Volumen, das macht es halt anders, das rechnet halt wirklich das echte Volumen, das heißt also die Anzahl der Kontrakte, die an den Levels gehandelt wurden und addiert diese und deswegen weicht das jetzt auch hier mal ab. Das ist nicht immer so, oft ist es kalt oder wenn das Volumen insgesamt hoch ist oder wenn der Markt halt eben noch lang genug läuft, und dann ist es schon meistens so, dass das Tickvolumen an der gleichen Stelle ist wie das
echte Volumen. Das heißt also, dort, wo der Preis sich am meisten bewegt hat, ist dann halt eben auch meist das höchste Volumen. Aber hier sehen wir jetzt halt gerade, dass es genau andersherum ist. Beziehungsweise nicht genau andersherum, aber das hat eben hier differiert. Wir sind bei 16.954 und eigentlich die Ticks, der meist gehandelte Kurs war die 940. Ne? Das sieht man halt den Unterschied. Und deswegen ist natürlich halt das echte Volumen halt immer hilfreicher wie halt das Future-Volumen. Das ist jetzt aber nur so ein kleiner Exkurs in den Unterschied zwischen Tick-Volumen und Future-Volumen, beziehungsweise echtes Volumen und auch mit dem Grund, warum ich das hier immer wieder so mache, dass ich halt den Future über den CFD drüber lege, weil ich dann halt einfach auch das echte Volumen dann halt habe. Und plus natürlich hat hier das Orderbuch, klar. So, hier sieht man jetzt auch nochmal Vortageshoch, da will er ja halt hin. Ob das dann jetzt so gelingt, steht auf dem anderen Blatt. Ich habe ja vorhin gesagt, ich würde mir dann auf der Unterseite nochmal irgendwie einen Long halt irgendwo einfangen wollen, am Point of Control. Der wäre aber dann jetzt nicht mehr hier, beziehungsweise nicht da, wo ich hin wollte, sondern halt eben dann halt hier an anderer Stelle. Das heißt, ich müsste eigentlich hier schon in Richtung VAL, also Value Area Low, auf die Unterseite von 70% dessen, was heute gehandelt wurde. Das heißt, wenn wir halt irgendwie jetzt um 9 Uhr einen schnellen Rücksetzer kriegen, würde ich halt mal gucken, ob ich den eingefangen kriege. Beziehungsweise, wenn wir den kriegen, würde ich den einfangen. Und das sollte dann gelingen. Außer er geht jetzt halt direkt rauf zum Vortageshoch und versucht da durchzukommen. Dann kann es halt ein bisschen schwieriger werden. Beziehungsweise, ja, wird wohl eher auf jeden Fall schwieriger. Also für mich ist halt hier die 16.960 auch so ein Trigger, ganz klar. Das heißt, also wenn der Markt jetzt irgendwie schaffen sollte, um 9 Uhr darüber zu starten, ja, dann wäre das halt eigentlich ein Indiz dafür, dass es halt auch noch ein Stück weiterlaufen sollte. Also, ne, das ist halt einfach so von der Beobachtung her normalerweise der Fall. Ich hoffe jetzt halt nur, dass die 960 auch nach diesen eigentlichen Triggern hier von meiner Seite doch, das müsste schon etwa hinkommen. Sorry, wenn ich hier gerade laut denke, ich gucke nur noch mal genau die Gültigkeit mir von der 960 an, woher die noch mal kommt, um da halt mal jetzt auch noch mal so ein bisschen Gefühl dafür zu kriegen. Aber die ist ja auch schon ein paar Tage älter. Ne? Ich muss nämlich mal ganz kurz hier rüber und mal sehen, ob ich hier was finde noch. Ja, was habe ich denn da jetzt gemacht? Moment, das war der falsche. Brauchen wir den hier. So, nochmal gucken, woher die ursprünglich kommt und ob das wirklich so verlässlich sein wird. Aber man sieht auch hier schon, ne, die hat immer wieder extrem guten Job gemacht. Und von daher, glaube ich, kann man das jetzt erst schon mal so stehen lassen. Also Schlusskurs über der 960 sollte eher bedeuten, dass wir nach oben drücken, mit welchem Ergebnis dann auch immer. Aber für meine Begriffe schon relativ wahrscheinlich, sorry. Also, sorry, wenn ich hier so vor mich hin blubbere, aber ich denke irgendwie gerade laut und das gelingt nicht immer besonders nachvollziehbar. Das kann auch schon mal ein bisschen wirr klingen. So, ihr dürft auch übrigens, ne, ganz wichtig, gerne immer was in die Kommentare reinschreiben. Und ich freue mich natürlich dann eben auch über Feedback. Wieso bin ich zu leise? Verstehe ich irgendwie nicht. Aber ich sehe es halt selber auch. Ich kriege hier irgendwie nicht so einen fetten Ausschlag am Rohr hier vorne. Normalerweise sollte da wesentlich mehr rauskommen. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich kann es euch nicht sagen. Irgendwie kommt da kein Pegel irgendwie vernünftig an. Ich hoffe, es ist aber okay trotzdem. Aber ich kann hier tatsächlich hardwaremäßig nichts ändern. Gerade hier voll aufgedreht. Normalerweise klingt das anders oder sieht das anders aus. Ich weiß. Ich hoffe, es ist okay trotzdem. So, dann der DAO parallel dazu. Mal gucken, ob das irgendwie auch passt. Also der DAO sagt, wir müssen runter. Und mal gucken, was der DAX jetzt sagt. Aber 960, noch 20 Sekunden. Also wenn der drunter schließt, würde ich da auch relativ schnell nochmal dagegen halten. Ja, aber insgesamt bin ich zu leise, glaube ich. Ne? Hier ist irgendwie ultra leise oder beziehungsweise ultra wenig Pegel, sehe ich halt hier. So, das heißt also 958 würde dann eigentlich schon reichen, um dann zu so sagen, okay, ich gehe doch wieder short. Ne? Das mache ich jetzt auch mal, weil die wird er nicht mehr schaffen. Halte ich hier mal direkt dagegen. Und wenn er jetzt zum Tageshoch läuft, sollte es eigentlich nicht funktionieren. Es war vielleicht ein bisschen verfrüht, er aber auch nur jetzt erstmal eine Teilposition. Er darf drücken, nur wenn er jetzt komplett da durchgeht, ne, dann mache ich da halt erstmal, drücke ich da erstmal auf Pause. So, aber normalerweise läuft das so ohne weiteres nicht, ne? Also das heißt, selbst wenn, okay, dann geht man halt oben nochmal raus.
beziehungsweise wird dann halt mit dem Teil erst nochmal rausgehen und dann mal sehen, ob ich den nochmal eingefangen bekomme. Also läuft halt hier so in die Extension von dem M15 erstmal rein. Und aber ich glaube, so falsch war das nicht unbedingt. So, mal gucken, ob da jetzt direkt was nach unten hinterherkommt. Hier ein kleines neues Hoch und dann erstmal auf Anfang. Wäre schon recht sinnig hier. Wenn man sich nicht sicher ist, kann man natürlich auch einen Teil jederzeit früher rausgeben. Aber ich halte das hier für zu ambitioniert für den ersten Start. Und gucke jetzt mal, ob wir da einen Rücksetzer bekommen. Also halt eben, deswegen habe ich ja vorhin auf den DAO geguckt, weil der muss ja auch so ein bisschen mitspielen bei der ganzen Nummer und von der Korrelation. Und der hat erstmal was uns erzählt, dass er halt eigentlich nicht unbedingt sofort rauf will. So, jetzt brauche ich aber halt hier durchaus die Gegenbewegung nach unten, damit das halt hier dann eben auch nett wird. Und mal gucken, wie das jetzt sich darstellt. Also das ist natürlich sehr gewagt, da halt so ranzugehen, das ist gar keine Frage. Ne? Rein mit einem Trigger und dann halt erstmal den Stop so ein paar Meter halt weg. Aber er hält sich schon irgendwie hier oben, ne? In der ersten Aufwärtsbewegung da halt auf. Aber erstmal kommt jetzt nicht wahnsinnig viel, wie es aussieht. Ich hätte natürlich jetzt auch hier schon sagen können, Core, ich nehme den zweiten mal raus, aber ich lasse mal. Ich lasse den erstmal so stehen. Und mal gucken, wie die ersten 5 Minuten hier aufgehen wollen. Man könnte natürlich dann auch sagen, okay, ich packe hier unten einfach noch einen dazu. Könnte man auch machen. Gar keine Frage. Und Moment, muss ich gerade auf anderer Stelle noch was kontrollieren. Ja, okay. Könnte man natürlich auch noch machen, falls der Impuls nach unten kommt. Das heißt, dass man sich so eine Position dann halt quasi skaliert und dann halt eben, das heißt, hier oben erstmal im Risikobereich so ein bisschen halt zusammenbaut und falls er jetzt halt irgendwie auf das machen sollte, also hier der Idee folgen sollte, dass halt eben ein Push nach unten kommt, die halt eben auch andersrum direkt halt vergrößern und hier unten nochmal eine Position dazugeben. Muss man jetzt aber nicht, weil er halt so von der Volatilität schon echt sehr überschaubar hier gerade unterwegs ist und da jetzt gerade nicht so wahnsinnig viel kommt. Deswegen, also wäre der jetzt halt irgendwie ambitionierter, würde ich sagen, ja, kein Problem, aber so muss das jetzt nicht unbedingt sein. Also ich finde halt auch generell, selbst wenn der jetzt halt irgendwie nicht aufgehen sollte, ist es trotzdem für mich, für meine Begriffe gerechtfertigt, weil direkt drauf, hier unter einem Widerstand, ohne jegliche Korrektur, wie man es da hier im H1 sieht, funktioniert in der Regel halt sowieso nicht. Und das ist halt immer so das Ding mit der Reihenfolge, was ich ja immer rauf und runter predige, wie ich immer sage, es kommt auf die Reihenfolge an. Hätte der unten angesetzt, deswegen habe ich ja vorhin gesagt, ich suche mir da unten den Long, hätte der unten angesetzt, wäre das eine ganz andere Nummer gewesen, so setzt aber oben zuerst an. Und ohne Volumen, beziehungsweise, weil es ist halt einfach ne, vom Aktienmarkt her betrachtet, logischerweise nicht interessant. Oder auch generell, auch selbst wenn es vom Future her ist, falls man hier irgendwelche Hedge-Positionen aufbauen will oder was auch immer, setzt man ja halt auch logischerweise lieber unten an als oben. Und deswegen ist es für mich jetzt erstmal soweit auch okay, das jetzt mal so zu machen. Auch wenn der Markt sich hier gerade noch nicht wirklich bewegt. Mal gucken, wie jetzt hier die 5 Minuten, wie die ersten da halt aufgehen. Also wer es gemacht hat und irgendwie kalte Füße bekommt, kann natürlich auch hier jederzeit rausgehen. Das Ding ist ja im Plus, 6 Punkte. Und aber ich wäre schon ein Freund dafür, dass wir jetzt hier mal ein bisschen scheitern und dann halt eben uns die Unterseite anschauen und dann mal gucken, wie weit wir da runterkommen. Also ne, M5 nimmt langsam Formen an. Hier ist er, da oben. Und jetzt einfach mal sehen, was jetzt hier passiert. Hier ist der VWAP, der volumengewichtete Durchschnitt als erste Anlaufstelle. Hier unten wäre das Value Area Low, wobei man das um diese Zeit, glaube ich, nicht irgendwie überbewerten sollte. Ne? Also alles, was hat sich jetzt hier momentan mit Volumen darstellt, weil es einfach noch zu früh ist. Es war noch nicht viel Volumen da und von daher hat sich da noch nicht wirklich was geformt. Denn das kommt jetzt halt ja erst. So, im H1, mal gucken, ob wir da auch irgendwas sehen. Ich sehe da aber nicht wirklich viel. Hier unten ist der auch nochmal in klein mit dabei. Hier,
das ist der H1. Sehe ich halt nicht so, also da erkenne ich halt nichts, außer dass wir halt eben das Framing halt hier nach oben gerichtet haben und man da jetzt vielleicht nicht unbedingt davon ausgehen sollte, dass der komplett da unten durchfällt. So mal als erste Annahme und möglicherweise, aber okay, das sehe ich halt allerdings auch gerade. Wir haben halt hier die 8 Uhr auch ohne Korrektur raufgestartet. Das heißt, das wäre dann schon wahrscheinlich, dass wir hier direkt nochmal auf den Anfang von 8 Uhr kommen, damit auch unter den SMA 20, unter den hängenden SMA 20, ne, weil wir halt hier eben auch so ein bisschen squeezig gestartet sind. Ich hoffe, man kann nachvollziehen, was ich meine. Ja, die sogenannte Glatzkerze hier unten, das ist gemeint. Und wo man halt sieht, eben halt hier, was mit Pre-Hour markiert ist, wo der Markt eben auch direkt nach oben dann halt losgerannt ist. Ne? Und von daher würde ich da irgendwie davon ausgehen, dass wir das dann halt eben auch noch sehen. So, guck mal hier, was Mr. Sokuba, der hat Nerven, wäre 10-mal raus. Okay, ja, ne? Das hängt ja natürlich auch immer so ein bisschen von, wie soll ich sagen, von der Positionsgröße halt auch ab, aber eben halt auch davon, ob man sich jetzt oder wie safe man sich da halt fühlt. Ne? Ich meine, das Ding ist jetzt irgendwie gerade, was haben wir hier, noch nicht mal 20 Punkte ist der gelaufen und der baut sich ja gerade erst sein erstes Volumen zusammen hier und von daher kann man da glaube ich erstmal auch ruhig mal kurz die Füße stillhalten. Im 15 sehe ich halt hier auch so, ne, da wäre jetzt so erste Anlaufstelle hier dieses rote Gebilde hier, weil das halt eben dann auch die Umkehr vom Framing gewesen ist. Das heißt, hier könnten wir mal testen, eine Runde relativ naheliegend bei 16.940 beziehungsweise 39, oder? Nee, 40. Und dann hat hier eben auch SMA 20, das jetzt mal rein mal vom Timing her ausgehen, vom M15. Periodisch gedacht würde das dazu passen, wenn wir die hier irgendwo einzeichnen, werden wir wahrscheinlich nichts sehen, weil hier im H1 geht es eigentlich noch eine Etage tiefer. Der Markt ist natürlich echt so ein bisschen schleppend. Ne? Das ist, muss man halt irgendwie auch sagen, nicht so wirklich einladend halt hier jetzt für großartiges Trading um diese Zeit, aber das kann ja natürlich auch noch kommen. Also, dass er hier jetzt natürlich jetzt auch erstmal bremst, ist auch okay, ne? Weil wir haben hier jetzt im M15, sieht man das ja auch, hätten wir halt auch eigentlich nochmal eine Wirkungsumkehr, ne? War halt vorher Widerstand, ist gekauft, also da darf das jetzt auch mal ein bisschen schwer tun, da reinzustechen und dann mal gucken, wie das dann eben aussieht bei der 940. Hier Valley Area Low haben wir gleich, also sofern er sich jetzt hier irgendwann mal weiter bewegt und damit dann halt eben auch hier, was ist das Vortages Point of Control, müsste das sein. Ne? Das heißt, da war dann halt eben auch gestern das meiste Volumen halt und das ist natürlich auch volumentechnisch eben anknüpfen an gestern wäre das, ne? Was ja auch völlig legitim ist. So, Valley Area Low haben wir hier. Wenn jetzt zum Beispiel hat man die Position mit zwei oder mal angenommen, das wäre jetzt irgendwie halbes und halbes gewesen, da kann man natürlich dann an so einer Stelle auch erstmal sagen, okay, ich gehe mal raus mit der Hälfte, aber ich guck mal, ich denke, wir kriegen hier schon noch irgendwie einen Stich durch und da würde ich den halt mal abwerfen und dann halt mal sehen, was da passiert. Ne, kommt nicht. Okay. So, trotzdem, das heißt, also man kann jetzt hier einfach mal mit einem Teil rausgehen, einen Stop über die Eröffnung und liegt dann jetzt, wie viel haben wir, 25 Punkte hier auf die gesamte Position, passt. Ne? Ja, bewegt sich halt nicht so viel. Ich meine, er hätte ja auch irgendwie 50 Punkte mal ganz schnell irgendwie am Stück fallen können und deswegen wollte ich da jetzt auch nicht zu groß skalieren, sondern mich halt mal ein bisschen zurückhalten. Aber gut, der Nachteil ist dann natürlich dann, wenn der Markt sich nicht großartig bewegt, dass man halt irgendwie gerade mal, dass man dann halt mit der PL jetzt nicht irgendwie hier riesen Ergebnisse bekommt. Ne? Aber gemessen an den Punkten ist es dann wiederum ganz okay. Also ich gehe noch immer noch davon aus, dass wir den Stich hier kriegen. Ich muss mal einen Schluck trinken, bevor ich hier gleich anfange zu husten wieder. Und dass wir jetzt hier den Stich kriegen und der Markt wird sich dann halt wohl, ich denke schon, dass der sich versuchen wird, bis ganz darunter, also hier an die 920 zu orientieren.
Glaube ich schon. Also muss man jetzt nicht unbedingt komplett drauf wetten, ja. Aber ich halte es schon irgendwie für recht plausibel. Muss mal gucken, ob es dann halt wirklich so kommt. Also was halt so ein bisschen dagegen spricht, das ist halt eben diese Umkehr vom Framing, die wir halt hier haben, wo er jetzt natürlich irgendwie keinen Bock hat, irgendwie da großartig drunter zu stechen. Das heißt, das könnte dann in zwei Etappen kommen, sodass wir halt eben bis 9:30 Uhr dann da halt unten stehen und er vorher nochmal auf der Oberseite nochmal Anlauf nimmt, also nochmal bei der Eröffnung. Wir werden sehen. Aber generell ist es irgendwie, glaube ich, schon so relativ plausibel, zumindest mal halt hier, dass den Vortages-Point of Control, also wo gestern halt das meiste Volumen gewesen ist, da mal anzustechen, mal versuchen anzuknüpfen. Und dann werden wir sehen, ob der Markt ihn dort direkt auffängt und dann halt direkt durchreicht bis zu 920. Oder halt eben, ob das halt ein bisschen länger dauert. So, aber hier, ne, der DAX ist, das ist ja irgendwie halt, hat ja auch Traditionen, wenn wir hier Live-Trading machen und dann ist der DAX ja immer extra langsam unterwegs. Auch deswegen, aber ich glaube, das hat vorhin auch schon irgendwie unterbewusst so mitgespielt, wo ich gedacht habe, komm, ich mache jetzt direkt eine irgendwie um eine Sekunde vor neun auf, als dass ich irgendwie gleich gar keine habe und mich da halt irgendwie abmühen muss und auch mal irgendwo einen Einstieg dazu finden, weil es halt eben der Vergangenheit, also ich weiß, die Stammteilnehmer hier wissen das ja, wir haben das schon so oft gehabt, irgendwie, da war halt irgendwie Live-Trading. Und um 9 Uhr und der Markt ist einfach nur fürchterlich eingepennt. Ne? Das haben wir echt schon so oft gehabt. Als wäre es, das ist irgendwie so ein, ich weiß es nicht, ein Fluch, den wir hier, ja, wo wir schon oft genug Zeuge davon geworden sind. So, ne, jetzt haben wir halt hier die Reaktion, wo ich gerade gesagt habe, hier vor dem Framing, ne, von der Umkehr. Also ich weiß nicht, ich weiß ja nicht, wer ist denn hier neu dabei? Mach doch mal ein X für alle, die zum ersten Mal dabei sind. Weil ich will ja natürlich auch nicht immer alles irgendwie wiederholen müssen, wenn jeder schon weiß, was ich eigentlich meine. Ja, der Timo hat hier einen berechtigten Einwand gemacht. Gehe ich gleich drauf ein. Bei mir kommt genügend Ton an. Okay, ja. Ah, ist doch der eine oder andere neu. Okay. Nee, Stefan Habach, du bist nicht neu. Hier bei YouTube. Das glaube ich dir nicht. So, aber alle anderen weiß ich jetzt natürlich nicht. Ne? Da steht ja kein Nachname dabei, von daher lassen wir es mal so stehen. Also, es gibt so zwei, drei Ansätze, die ich halt hier immer versuche, oder was heißt immer? Ich versuche halt immer einen von den zwei, drei Ansätzen halt für mich irgendwo halt. Wie soll ich so klar zu machen? Ich weiß nicht, ob das der richtige Wort ist. Ich glaube, man macht ja eher irgendwie eine Frau klar oder als jetzt irgendwie einen Handelsansatz. Aber okay, lassen wir das mal so stehen. Handelsansätze, die ich versuche anzuwenden. Okay, ja, das klingt vernünftig. Und einer davon ist halt eben die Wirkungsumkehr und der andere ist das Framing. Ja, und um es mal irgendwie ganz einfach zu beschreiben. Moment, ich gucke jetzt aber eben, ob wir hier noch ein paar Punkte kriegen oder halt eben nicht. Ne, ich habe ja gerade gesagt, ich setze da möglicherweise nochmal auf der Oberseite an. Und so, dass es erst um 9:30 Uhr kommt, aber ist ja okay. Ne? So, jetzt stehen wir halt hier wieder am Point of Control. Gut, das Ding ist jetzt erstmal raus. Aber passt. Ne? Also, was ich gerade gemeint habe, weshalb der eben auch die Berechtigung hat, hier unten jetzt erstmal zu bremsen, das ist die Umkehr im Framing. Ja, guck mal, er wollte mich jetzt hier oben nur schnell abholen, bevor es jetzt weitergeht. Das ist aber okay. Und zwar im Framing. Also wir haben halt hier die Vorwärtsbewegung in Verbindung mit den Außenstäben, die halt hier das Prax-Add-on uns anzeigt. Ne? Und das ist einmal rot und einmal grün. Und eigentlich ist das immer recht verlässlich, beziehungsweise bringt so ein bisschen Struktur in den Markt. Und wenn halt sowas passiert, wie zum Beispiel hier, auch wenn es jetzt irgendwie über Nacht gewesen ist, aber man sieht auf der anderen Seite, die Volatilität geht ja auch um 7 Uhr schon irgendwie rauf. Und so ein bisschen. Und da hat er halt hier das Framing umgedreht. Also einmal von grün nach rot. Das heißt also bärisch und dann halt wieder umgebaut. Und von daher solche Brüche, ja, ich nenne es einfach mal Bruch vom Framing, die werden nicht gerne nochmal direkt in die andere Richtung fortgeführt. Und das heißt, und das war damit gemeint, also hier ist quasi der Bruch, ne, der Übergang von rot nach grün. Und deswegen habe ich halt gesagt, das kann schon sein, dass er jetzt gar keine Lust hat, da direkt nochmal durchzufallen, weil wir halt eben hier diesen Bruch haben. Und deswegen war das völlig legitim,
dass ich da jetzt erstmal auch einen Teil rausgegeben habe und dass der Markt jetzt hier auch deutlicher reagiert hat. Aber das war mit ein Grund für mich, warum ich gesagt habe, ich gehe jetzt hier mal irgendwie mit einem Teil raus. Klar, der andere Grund war das Volumen, beziehungsweise die Value Area, auch klar, ne? Und aber halt eben das hier genauso. Was wir halt auch haben, das wäre der zweite Handelsansatz, das ist eben hier eine Wirkungsumkehr im M15. Ne? Man sieht, hier war ein Widerstand. Dann ist das Ding halt hier mit Anlauf gekauft worden und jetzt versucht der Markt natürlich, diesen Widerstand eben auf der Oberseite zu halten. Das heißt, wenn man jetzt hier jetzt einfach mal ganz blöde eine Linie zieht, dann sieht das nämlich so aus, dass wir hier einfach nur, hier sieht man es ja, eigentlich die ganze Zeit mit allen Kerzen hier oben drauf stehen. Sieht man ja relativ deutlich. Das heißt, er versucht sich hier zwar drunter, ist okay. Ich habe gesagt, hier guck, der wollte mich nur schnell abholen, dann geht er doch runter. Das ist aber völlig, völlig okay. Ich muss ja auch zwischendurch oder darf ja auch zwischendurch was erklären. Das heißt, er versucht halt hier die Wirkungsumkehr zu machen. Das heißt, war vorher Widerstand, ist jetzt Support. Und das ist hier 1, 2, 3, 4 Mal gelungen, auch jetzt in Folge. Ne? Und von daher ist es halt auch völlig legitim, dass der Markt da halt eben nicht direkt durchfällt. Ne? Vor allen Dingen dann, wenn das Volumen halt nicht wahnsinnig hoch ist. Und wie man, oder die Vola, gut, beides steht auch gerne mal im Widerspruch. Ich wollte gerade sagen, wenn die Vola nicht hoch ist, Schrägstrich Volumen, das ist eigentlich genau andersrum. Das heißt, wenn das Volumen gering ist und dann aber eher halt so Volumenblöcke da halt mal reinkommen, irgendwie ein paar fettere Orders, und dann geht die Vola relativ schnell natürlich durchs Dach. Also je geringer das Volumen und oft desto höher halt auch die Vola. So, wie blendest du das Framing ein und aus? Das ist hier mit dem Priax Add-on, was halt eben zum Live-Chart dazugehört. Live-Chart ist das Add-on für den Stereo-Trader, wo man eben auch meine, und da fällt mir was ein, wo man eben auch meine Levels darstellen kann. Da fällt mir was ein, habe ich gerade gesagt. Ich hatte ja gestern noch gemeint, ich überlege mal, ob ich das morgen nicht nochmal mache, dass ich das halt hier zum Live-Trading dann halt eben einfach nochmal freigebe. Das ist dann eben leider tatsächlich mit unserem Hassle eben mit GoToWebinar da so ein bisschen untergegangen. Sorry, das müssen wir nochmal irgendwie hinkriegen. So, was, der hat Nerven, wäre schon zehnmal raus. Also hatten wir schon. Und Zapfenstreich meint, dann ist Traden nichts für dich. Ja, kann man so auch nicht sagen. Ne? Das ist ja halt irgendwie ja auch so ein persönliches Ding. Also ich weiß zum Beispiel, der Heiko Behrendt, der ja auch hier immer wieder bei FX Flat auch Webinare macht, das ist auch so einer, der hält es zum Beispiel halt nicht lange durch oder tut sich da ganz schwer damit, ja, irgendwie lange zu warten, ist aber halt ein genialer Scalper, ja, also ich kann es nicht anders sagen. Und der da mit einer, wie ist das Nomen von akribisch? Gibt es das Nomen? Gibt es da ein Nomen dafür? Also mit einer, wer weiß es? Schreibt es mal hier rein. Wie ist das Nomen von akribisch? Der Substantiv. Also der geht auf jeden Fall mit einer Präzision und Geduld ran. Akribie, ne? Ja. Also der Heiko geht da mit einer Akribie ran, ausgehend davon, das ist das richtige Substantiv hier, und hat überhaupt keine Geduld, ne, und macht es aber hervorragend. Akribik, das klingt wie Karibik. Akribie, ja, okay. Also ne, deswegen darf ich bitte nicht so, verurteilt euch da nicht gegenseitig mal einfach so. Und weil es gibt schon mehrere Ansätze und da gibt es auch andere, ich meine, die machen dann Swing Trades über Monate, wo ich dann auch sage, Alter, wie hält man das denn irgendwie aus? Ne? Und wo ich halt, das gibt es bei mir mal irgendwie, aber ganz, ganz, ganz selten. Ne? Akribie, Akrobatik, ja. Also, der Heiko hat hier vorhin noch was gesagt. Und zwar der Point of Control, da gehe ich auch noch kurz drauf ein, den wir hier jetzt sehen, der ist aber auch mitunter durch das VPOC entstanden. Also VPOC ist das Add-on vom Orkan Kuyas. Wo wir halt externe Berechnungen halt durchführen und dann eben auch hier in den Chart projizieren. Es könnte aber sein, dass das jetzt hier tatsächlich identisch ist. Also kann halt sein. Ne? Aber generell, Future Volumen liegt auch beim VPOC zugrunde. Und aber das VPOC kann halt eben noch ein bisschen mehr als rein das Value Mapping, was der Stereo Trader halt macht. Weil das Value Mapping ist ja im Stereo Trader mit drin und VPOC ist ein zusätzliches
Tool. Ne? Gut, also der Heiko hat das gesagt. Was hat der Heiko gesagt? Und was habe ich denn hier wieder verpasst? Ich muss halt hier immer irgendwie an zwei Stellen Kommentare mitlesen. Das ist gar nicht so einfach. Aber okay, kommen wir nochmal zurück auf den Markt. Also, wir haben es jetzt gesehen, hier das Volumen von gestern irgendwie angetestet. Das übrigens ganz klar eingezeichnet vom VPOC-Add-on. Und könnte man jetzt aber, okay, lassen wir das. Also ich mache jetzt hier kein Volumen-Webinar beziehungsweise Add-on-Webinar. Aber das ist auf jeden Fall, kommt auch vom VPOC, könnte man aber generell natürlich auch eben einfach eine Linie von gestern rüberziehen. Ist aber dann tatsächlich nicht unbedingt gleichbedeutend mit dem, was das VPOC jetzt hier macht. So, wir sehen halt hier noch nicht so wahnsinnig viel. 20 Minuten sind um. Wir haben eine schlappe Kerze da oben stehen, irgendwie mit einem kleinen roten Buddy. Wir knüpfen hier nochmal am VWAP von unten an. Auch hier im Framing in Rot, im M5. Ich wäre fast dafür zu sagen, und das mache ich auch schon, bevor ich den Satz jetzt zu Ende gebracht habe, den hier nochmal in klein aufzumachen, oben nochmal größer auszubauen und doch wenigstens mal zu sehen, ob wir jetzt hier nicht noch den Rutsch darunter kriegen, weil in der Regel ist es doch zumindest so, dass das erste Framing im M5 nicht sofort wieder umgedreht wird, sondern erstmal verlängert wird. Und damit wären wir hier bei der 920 auch, also das Framing funktioniert halt in der Regel auch in mehreren Timeframes, damit wären wir hier bei der 920. Und das würde eben eigentlich auch dazu passen, zu dem, was ich halt gesagt habe, zu der 8 Uhr Eröffnung, dass die eben auch gut und gerne mal irgendwie angetestet werden dürfen. Ne? Und das wäre dann hier unten, das wäre einfach jetzt nur die Verlängerung hier, die auch eigentlich hier völlig stressfrei in 2 Minuten durchsagen könnte. Das heißt, jetzt einmal hier ein kurzer Ruck runter und dann ist es gut. Was mich natürlich hier so ein bisschen stört, ja, ist jetzt, dass wir hier immer noch auf der 940 rumtanzen. Ne, nämlich diese gezeigte Marke hier oben im M15. Und deswegen bin ich da auch so ein bisschen vorsichtig immer noch, weil es halt schon sein kann, dass die halt auch ein bisschen mehr nach oben bringt. Das hängt jetzt da so ein bisschen davon ab, wie ernst genommen das jetzt wird, was da halt irgendwie zwischen 7 und 8 Uhr passiert ist. Ne. In der Regel ist es nicht so unbedingt irgendwie wahnsinnig ausschlaggebend. Aber okay, man weiß ja nie. Deswegen hier so ein bisschen mit Vorsicht daran, nicht mit zu viel Selbstüberzeugung, ist manchmal oder meistens beim Handel ja nicht so klasse. So, weil ich sehe aber halt nur, dass wir halt hier jetzt eben drücken und ne, hier kommt alles in Rot im M5 und das sollte verlängert werden hier unten hin auf die 924. Da könnte man dann jetzt auch zum Beispiel halt hier direkt reingehen. Ja, ich weiß, die Positionsgröße ist es nicht so. Aber okay, sie orientiert sich jetzt einfach nur an dem, mit womit ich halt vorhin angefangen habe. Ja, weil ich habe ja irgendwie mit 2x2,5 da halt irgendwie gestartet und mache jetzt hier quasi einen von der Hälfte nochmal auf und verlängere damit gedanklich quasi den ersten Trade. Ne? Deswegen sind halt hier jetzt auch nur dann irgendwie Kleckerbeträge da am Start. Aber man sieht ja, wir hängen jetzt wieder hier unten am Point of Control vom Vortag. Und mal gucken, ob wir jetzt dann so einen kleinen Push einmal nach unten kriegen. Ich habe ja gerade gesagt, eigentlich ist es eine Affäre von 2 Minuten, da könnte das erledigt sein. Ne, weil es halt einfach hier auch zeitlich in das Framing vom M5 reingeht. Ne, deswegen war das jetzt nicht so wahnsinnig schwer zu erraten, wie lange das dauert. Es gibt ja auch genügend, die irgendwie sagen, ja so irgendwie Zeiteinheiten sind völlig egal. Da sage ich, nö, da schließe ich mich auf gar keinen Fall drauf an. Ja. Da mag ja jemand irgendwie Meinung haben, aber halt zu viele Dinge kann man immer wieder beobachten, wie präzise die sich halt wirklich im Zeitraster pressen lassen oder dann halt eben auch jetzt wie hier. Ne, ist ja eigentlich ein ganz netter Vorführeffekt, wo ich gesagt habe, hier so der Push innerhalb von 2 Minuten gemessen am M5, weil halt hier ganz augenscheinlich irgendein Algo im M5 unterwegs ist, der jetzt halt hier auch das Framing verlängert hat, wie man ja gerade gesehen hat. Und auch das hier sollte eigentlich noch eine kleine Verlängerung nach unten geben. Und dann wären wir halt eben auch hier unten bei der 920, wo ich dahin will. Und das ist ja eine Geschichte, die auf jeden Fall ja im Timeframe passiert und nicht rein irgendwie im Volumen blind in den Markt gestreut. Ne? So, mal gucken, ob wir das jetzt hier schaffen.
Dann hätten wir hier halt auch den H1, das wäre dann der nächste Timeframe, über den wir hier reden. Da wäre der halt eben auch nämlich dann erledigt. Und mal gucken, ob das jetzt so gelingt. Also einmal nach unten stechen, bitteschön. Einmal hier durch. So, und da sind wir. Da, ne, da kann man jetzt einfach mal einen Trail anwerfen, dann halt mal gucken, einmal Füße hochlegen und dann halt mal sehen, was passiert. Ob wir jetzt hier ein paar Meter weiter unten durchstechen. Ja, jetzt mal raus, gut, okay. Ne? So, damit quasi jetzt schon irgendwie alles erledigt und alles erfüllt, was ich auch am Anfang schon beschrieben habe. Ne? Das heißt, das ist jetzt eigentlich für mich die Reise hier für die 9 Uhr Kerze, ist damit jetzt auch erstmal abgeschlossen. Der kann jetzt natürlich unten durchfallen, das ist mir dann aber quasi egal. Mir ist erstmal wichtig, dass alles eingetreten ist, so wie ich es vermutet habe oder wie der Markt mir das dann eben dann auch um 9 Uhr gezeigt hat. So, alle waren dabei, oder? Und hatten die gleiche Idee, alle waren short und haben fett gepunktet. Richtig? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich will das wissen. Ich will wissen, dass ich das hier nicht umsonst mache. Okay. Aber da kommt noch nicht so wahnsinnig viel. Gut, bei YouTube haben wir so ein bisschen Latenz. Da sind aber auch gerade die meisten. Genau, war Shot dabei. 35. Konto, Dart Trader. Ja, André. DDD. Gut. Schön. Ja, ne? Das ist doch nett. Gut. Schön, schön, schön. Ja, so gefällt mir das. Also ganz viele waren hier short mit dabei. Ne? Also, liebe BaFin, wenn du hier zuguckst, ich mache hier keine Empfehlungen. Ich beschreibe nur, wie ich das sehe und manche finden das dann halt eben gut. So, 14 Punkte. Der Stefan, all in. Ja, nee, ist klar. Das glaube ich jetzt nicht, aber wenn es denn so war, auch okay. Nein, kann ich natürlich nicht empfehlen. Das ist halt auch klar. So, also, was ist passiert? Machen wir da mal irgendwie nochmal kurz irgendwie so, lassen wir es mal nochmal Revue passieren. Also, der Markt, was hat er getrieben? Ist also hier und das war halt eben mein Trigger und deswegen, ich baue da natürlich drauf. Ne? Hier, der Start war unter der 960 um 9 Uhr, das war für mich schon ein Grund dafür, direkt Short dagegen zu halten. Und weil das hat in der Regel nicht reicht. Also, ich hätte einen Schlusskurs über 960 gebraucht. Habe ich ja auch alles beschrieben am Anfang und dann könnte es anstrengend werden, weil dann läuft der Markt wahrscheinlich nach oben, aber Schlusskurs bzw. Startkurs 9 Uhr, dann halt eben unter der 960 war dann für mich ein Indiz dafür, okay, das funktioniert nicht, der kriegt eins auf den Deckel. Weil dafür läuft das zu oft zu gut mit diesen Levels, als dass ich mich da halt irgendwie dagegen stellen würde. Und das ist halt eben dann auch, das ist das, was ich halt auch immer meine mit einem Trigger. Ja? Ein Trigger wäre halt gewesen, wir starten darüber, das wäre ein Trigger für Long gewesen. Und aber ein Start darunter ist aber eben halt auch ganz klar ein Trigger für Short. Und das heißt, da muss ich gar nicht raten dann eben mehr in so einem Moment, weil ich habe mich ja letztens irgendwie auch mal über andere Strategien ausgelassen, wie zum Beispiel Elliott-Wellen, ja, wo also ich glaube nicht, dass es da viele gibt, die das wirklich hinkriegen, weil das halt wahnsinnig oft viele Optionen sind. Und ich bin halt schon ein Freund davon, es irgendwie einfach zu halten. Und so ein Ding dann halt, wo ich dann einfach einen klaren Trigger habe, der verbietet mir dann einfach auch jegliches Denken an der Stelle. Und das muss ich dann so handeln. Weil halt eben die Vergangenheit gezeigt hat, dass das halt eben überdurchschnittlich oft funktioniert. Und da kann ich mich nicht dagegen stellen. So, das heißt, das war das eine. Und dann halt irgendwie M15, ne, die Wirkungsumkehr versucht. Wie halt hier gezeigt, deswegen halt auch hier mal kurz zwischenzeitlich der Exit. Das hat genau passiert. Und so, was jetzt halt eben noch fehlt, ist halt eben hier dieses Ansitzen auf 8 Uhr, weil hier unten eben der Markt auch wieder ohne Korrektur nach unten direkt raufgestartet ist. Ne? Und deswegen war das halt auch, ist auch so ein Grund, wo ich sage, da laufen wir wohl auch noch hin. Und das ist nicht das Einzige, sondern wir haben hier einen hängenden SMA 20. Der hängt, ja. Und das heißt, also es ist auch einer von, der Ansatz alleine reicht natürlich nicht, aber es ist auch mit ein Indiz dafür, weshalb ich sage, wir stechen jetzt wahrscheinlich da durch und kommen da halt auch schon, könnten auch noch ein gutes Stück tiefer kommen, aber dass wir da durchstechen, allein das ist schon irgendwie Indiz dafür. Und hier sieht man es jetzt ja auch gerade, ne? Er macht ja jetzt, er geht dann hier die 8 Uhr Öffnung an und er wird da unten auch einen Zippel dran bauen. Und wie lange der wird, das steht auf dem anderen Blatt, aber das
ne, wird hier jetzt unten nochmal gleich verlängert werden und kann natürlich sein, dass er halt hier auch direkt durchrutscht. Das ist alles möglich. Und was das dann halt eben zu bedeuten hat für den Rest des Tages, das gucken wir uns dann gleich irgendwie noch an. Ich würde mal ganz kurz jetzt noch ein Review zu gestern machen. Was habe ich denn im DAX eigentlich gesagt gestern? Bin ich hier wieder auf dem falschen Fuß gleich. Ach so, aber Dankeschön, Graffiti, für die 10 Euro hier bei YouTube über den, ich weiß immer nicht, wie der Button heißt, irgendwie der Dollar-Button, Cash-Button, keine Ahnung, aber auf jeden Fall großes Dankeschön. Also ich freue mich natürlich auch, wenn ich in dieser Form für das, was ich hier mache, etwas zurückbekomme. Das finde ich total klasse. Also Applaus an Graffiti. Ich sollte mir hier mal so einen Applaus-Button da halt irgendwie mal so reinbauen. Gut, also jetzt haben wir hier den Zippel, wie gerade beschrieben. So, damit ist jetzt wirklich die Reise für mich, für die 9 Uhr Reise komplett erstmal durch. Ja, alles, was jetzt kommt, ist jetzt total egal. Das Ding ist jetzt da, wie bestellt. Und von daher erstmal mein Dankeschön auch an den DAX, dass er hier so sauber mitgespielt hat und mich heute nicht vermeiert hat. So, also ich weiß tatsächlich nicht mehr, was ich für den DAX gestern in meinem Livestream, in meinem Daytrading Guide gesagt habe. Von daher weiß ich gar nicht, wo ich da jetzt ansetzen soll im DAX, aber im DAU weiß ich es noch. Im DAU habe ich ja, da gehe ich jetzt mal kurz drauf ein, habe ich ja halt gesagt, dass wir halt hier oben dieser Bereich, ne, dass der halt für mich relativ klar ist, dass das halt irgendwie ein Widerstand ist, Short ist, nur wegen dem Gebilde, was er halt hier vorher gezeigt hat. Das sieht man jetzt, da hat er irgendwie der H1 mal irgendwie so ein bisschen blöd drüber geschlossen, aber generell dieser Widerstand hier oben, der ist natürlich gemeint, wie gestern beschrieben, der ist extrem gut aufgegangen. Das heißt, das konnte man wohl handeln. Mit dem Stop musste man mal gucken, für 38.700 die rote Zone endete bei 59, ja gut, 50 Punkte Stop. Damit ging es auf jeden Fall, dass der jetzt allerdings von da 400 Punkte runterfällt, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ne? Das war ein bisschen zu heftig. Aber okay, er hat es halt gemacht. Ist schön nach unten gefallen. Ich hätte halt eigentlich gesagt, nee, Quatsch, das hier war was anderes. Ich hätte halt eigentlich vermutet, dass wir uns halt hier irgendwo nochmal abstützen. Oder beziehungsweise eigentlich war ja der Ansatz, dass wir ein bisschen tiefer rutschen, bevor wir da dran laufen. Aber okay, das Ding hat funktioniert. Und genau, Long habe ich halt gesagt, hier ab dem unteren Bereich, da sollte eigentlich nochmal Long drin sein. Das hat dann, wie man sieht, nicht so ohne weiteres funktioniert, außer man hat die Füße stillgehalten und hat halt eben hier diese Bewegung, die ich halt eigentlich aber am Tag davor auch schon gezeigt habe. Man hat dann diesen Support nochmal mitgenommen, wie man hier sieht. Ne, deswegen habe ich die aber auch drin gelassen, nicht direkt wieder rausgeworfen, weil das für mich nicht erledigt war. Das heißt, hier Long hat nicht funktioniert. Ja, sondern aber dafür halt eben der vom Tag davor. Also auch an die, für die es zum ersten Mal hier sehen. Ich mache ja jeden Tag meinen Daytrading Guide, gebe eine Anleitung, wie man den Markt greifen können sollte. Und das hier ist dann quasi jetzt der Rückblick zu dem, was ich gestern gesagt habe und was aufgegangen ist. Das jetzt nur mal am Rande. Den Ausblick mache ich dann aber eben auch gleich noch. Das heißt also, wenn man Füße stillgehalten hat, ist man da zwar noch irgendwie rausgekommen, aber ich glaube, der Short da vorne war halt besser. Aber beim DAX, wie gesagt, muss ich jetzt gerade echt komplett passen. Weiß ich überhaupt nicht mehr, was ich da irgendwie gestern gesagt habe, was der machen könnte. Der ist jetzt also hier, habe ich ja gerade schon gesagt, für heute jetzt erstmal durch. Und da versuchen wir mal rauszufinden, was das halt irgendwie im Laufe des Tages noch werden könnte. Ich glaube, das stellt sich aber irgendwie auch hier schon relativ selbstverständlich von selber dar. Da muss man, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel erklären. Ich trinke mal eben einen Schluck. Weil man hier schon sieht, ja, die 17.000, da scheint halt irgendwie doch ein Brett zu sein im DAX. Da kommt halt irgendwie nichts. Ne? Da haben wir jetzt hier langsam schon irgendwie ein fettes Doppeltop da oben. Und das dürfte dann auch irgendwann halt deutlicher beantwortet werden. Ne? Wobei ich bin ja schon irgendwie sehr zurückhaltend mittlerweile oder traue mich schon fast gar nicht mehr irgendwie Korrektur auszurufen. Aber ewig so weiterlaufen kannst du halt auch nicht. Und wir sehen hier vor allen Dingen halt extrem fetten Widerstand an der 17.000. So, bis jetzt ist aber nichts passiert. Das heißt, jetzt stehen wir einfach nur mal hier, nochmal darum, wo wir, nochmal dort, wo wir gestern auch gestanden haben. Ne? Und das heißt, da, ne, so dieser Bereich, das ist halt die Haupthandelszone von gestern. Da stehen wir jetzt halt eben heute, jetzt erstmal um 9.30 Uhr auch nochmal, aber der Tag ist ja noch nicht um. So, das heißt, ich würde hier für heute
glaube ich, dann mal irgendwie dann auch, wenn der sich jetzt halt hier nach unten durchdrückt. Das heißt also, wenn wir im H1 dann auch nochmal tiefer schließen und die Tageskerze rot wird und sich auch rot hält. Ja, das heißt also, wenn wir unter die 16.900, wenn wir uns dort etablieren sollten, dann ist wahrscheinlich aber eben auch das Vortagestief relativ schnell im Programm. Aber ganz klar, wenn, ne? Es kann ja genauso gut sein, dass wir jetzt hier nochmal ansetzen und dann trotzdem halt eben nach oben durchlaufen. Und was das für morgen bedeutet, das sage ich natürlich erst heute Abend was dazu. Aber es geht ja jetzt auch mal darum, hier für den Rest des Tages dann halt eben auch noch was zu finden. Und aber das ist halt, wie man ja auch sieht, an dieser Range ist ein bisschen schwierig auszumachen. Ne? Und hier diese Zone, die hier in Rot ist, also bei Ranges, selbst da bin ich langsam dann, wo ich sage, boah, ich weiß nicht, ob das noch irgendwie überhaupt relevant ist, weil er eiert ja momentan erstmal nur rauf und runter. Und aber ich würde halt schon irgendwie davon ausgehen, zumindest mal, dass wenn wir halt die Unterseite hier sehen, beziehungsweise unter der 900, das ist hier, ich hoffe, das ist nicht zu klein, aber ich muss es mal ein bisschen raffen, damit man überhaupt mal auch die Range erkennt. Also das heißt, wenn wir hier unten drunter unter der 16.900 irgendwo rauskommen, das heißt also dann eben auch hier in der Nähe vom Kassaschluss von gestern, der doch dann deutlich tiefer gewesen ist, nämlich bei der rund 885 müsste das gewesen sein, 890, ne, hier wie es angezeigt ist. Und dann könnte der Markt auch schon nochmal irgendwie auch dort ein Stück weiter nach unten durchstechen. Das heißt also ab hier Schlusskurs unter der, was jetzt in Rot dargestellt ist, am bisherigen Tagestief, von dort ist es, glaube ich, relativ einfach, auch nochmal das Vortagestief dann eben zu testen. Vor allen Dingen, wenn wir das Gebilde hier oben dann eben auch im Nacken haben, im DAX, ich kann mal ein bisschen hier reingehen, das auch im Nacken haben, das heißt also hier oben mit dem quasi, das ist meine Taschenlampe, da, mit diesem quasi Fehlausbruch, der nochmal da oben in diese Range reingestochen ist, könnte das schon irgendwie ein Indiz dafür sein, dass wir relativ easy hier durchkommen. Wesentlich einfacher wird es natürlich unter dem Vortagestief. Das heißt, wenn das erstmal erlegt ist, also jetzt nicht nur irgendwie mit einem Mini-Spike darunter, sondern halt, wo es ein bisschen deutlicher irgendwie drückt, vielleicht mit einer Range davor, die dann halt eben nach unten wegbricht, beziehungsweise dann halt nach unten das Tief dann triggert, dann sind wir natürlich auch relativ schnell wieder hier bei der 16.780. Long wäre natürlich auch immer noch möglich. Ja, es ist ja noch nichts passiert. Also in 20 Minuten könnte der Markt jetzt auch einfach nach oben drehen und dann über der 960 schließen. Das weiß ich ja jetzt noch nicht. Würde das kommen, nur mal als Beispiel. Das heißt, kriegen wir einen Schlusskurs hier deutlich über der 960, der dann wieder in dieser Range steht, dann gehen natürlich die Tore nach oben auf. Ne? Das heißt, für meine Begriffe zumindest, ich würde mich jetzt hier nicht hinstellen und sagen, der Tag geht long oder short auf dem DAX. Nicht von dem Bild her. Und ich meine, die erste Stunde ist noch nicht um. Wir haben auch heute, glaube ich, noch ein paar News, oder? Und gerade mal gucken, da habe ich vorhin irgendwie schnell mal drüber geschaut. Nee, Einkaufsmanager-Index, okay. Sonst nichts heute, also nichts Weltbewegendes, okay. Das heißt, da wird wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel reinspielen. Also 9:55 Uhr haben wir jetzt hier die News, die da halt kommen werden. Aber ob die dann reichen, halt eben, um den Markt komplett umzudrehen hier von 9 Uhr, man weiß es nicht. Auf der anderen Seite, es sind nur 40 Punkte, ne? Jetzt das Ding wieder hier irgendwie nach grün zu befördern, aber aktuell ist jetzt erstmal die Impulsrichtung ist erstmal südlich ausgerichtet. Gut, so, das heißt also hier, ne, Tendenz eher runter, klar, ne, vorausgesetzt, es bleibt halt so stehen. Und das heißt also, auch wenn jetzt irgendwie 9 Uhr auch nur so stehen bleibt, dann wird er auch schon Schwierigkeiten haben, den Rest des Tages nach oben dann halt wegzubrechen. Davon würde ich ebenso ausgehen. So. Paderico, auch an dich Dankeschön für den freiwilligen Beitrag hier über den Dollar-Button bei YouTube. Ganz, ganz klasse. Den ersten feiern wir, den ersten super in einem Livestream, steht da immer. Ich muss mich damit irgendwann mit den Termini mal auseinandersetzen, damit das nicht so dilettantisch klingt, was ich hier als quasi Neo-YouTuber von mir gebe. Paderetio-Sticker, aber das, ja. Also, wenn man halt hier bei YouTube, bei Google-Account hat und dann kann man nämlich unten einfach auf das Dollar klicken, dort, wo man den Text eingibt und dann kann man sich aussuchen, was man mir dafür geben möchte. So, dann noch auf zum DAO. Gold mache ich auch noch gleich. Bitcoin sage ich auch noch was dazu. Aber ich glaube, das Trading ist jetzt erstmal soweit
durch. Ne? Ich glaube also für diese Stunde jetzt hier unbedingt noch was anfangen zu wollen, das macht glaube ich nicht so wahnsinnig viel Sinn. Das war ja erstmal alles soweit okay. Klar, ich meine, wenn man hier oben direkt short, also nicht direkt short gegangen, sondern es einfach aufgelassen hat. Also falls das jemand gemacht haben sollte, auch hier keine Empfehlung. Aber ich glaube, ich wäre da relativ entspannt, ehrlich gesagt. Und würde mir da jetzt nicht so wahnsinnig viel Gedanken drum machen, dass der Markt irgendwie nochmal komplett nach oben dreht. Das aber nur mal so am Rande. So, der Dow. Nervensäge, Obernervensäge. Wahnsinnig schwierig momentan, finde ich, einzuschätzen. Also auch wenn er irgendwie die ganze Zeit draufdrückt, aber den zu greifen zu kriegen, wo ich denke ich auch mittlerweile jeden Tag, Alter, ja, was stimmt mit dir nicht? Ne? Wenn man sich das mal anguckt, runter, rauf, runter, rauf. Ne? Das ist also irgendwie nur noch so ein Schlägerei auf hohem Niveau da oben. Keiner weiß, was es werden soll. Ne? Also hier rein vom Framing her, ne, ist der tatsächlich long. Also das heißt, man sieht es ja auch hier, ne, ich mache es ein bisschen größer, man sieht ja auch hier, wir haben halt, nachdem hier die Fed den Markt nach unten geschleudert hat, wird der Markt dann einfach wieder gekauft. Die Fed hat das Framing rot gemacht. Dann halt der Freitag, also mit den NFPs, hat ihn wieder grün gemacht, nachdem er vorher schon irgendwie nach oben halt wieder gekrabbelt ist. So, dann hat gestern wird wieder dann das Ganze, was der Freitag gemacht hat, dann wieder komplett negiert. Also im H1 sieht man es ja halt deutlich, deutlicher. Und hier sieht man, ne, Moment, wo war die, da war die Kerze, ne, vom, ja, das müsste sie, oder war sie das, vom Freitag. Bin ich jetzt gerade irgendwie nicht sicher, hätte ich hier irgendwie mal irgendwie einblenden können, aber das müsste der Freitag tatsächlich sein. So, das heißt also, die Fed, zack, nicht die Fed, Entschuldigung, die NFPs einmal komplett runter und dann halt wieder alles wieder raufgekauft. Das war die Fed, genau. Das waren die NFPs. Und dann haben wir aufgekauft. So, und dann jetzt hier gestern mal eben nochmal komplett. Hier mit der Kasseeröffnung da oben ging das Ganze los. Zack, nochmal komplett unter den Freitag runter. Ne? Also das ist halt irgendwie so ein bisschen schwierig. Ne? Also man könnte jetzt natürlich sagen, ja, es ist doch eine Umkehr. Das sieht man doch, weil wir haben ja hier irgendwie ein Hoch da oben. Ne? Und wir haben hier ein Tief und hier haben wir nicht so ein neues Hoch und hier haben wir ein tieferes Tief. Das ist doch eine Trendumkehr. Ne? Ich hoffe, man kann mir folgen, was ich da meine. Das heißt, rein markttechnisch ist es auch eine Trendumkehr. Mein Problem ist nur, ich traue dem Kollegen nicht mehr. Das ist so der Haken an der ganzen Geschichte. Das heißt, ich habe hier selber auch noch eine Short-Position auf. Und also das schon, ja. Aber irgendwie, ich traue mich echt nicht, da oben fette Positionen aufzumachen, die ich dann halt irgendwie bis wohin laufen lassen will, weil es halt einfach, der wehrt sich hier jedes Mal, wenn es irgendwie, wenn es so die ersten Anzeichen dafür gibt, dass wir jetzt eine Umkehr kriegen, wie hier auch. Ich meine, das ist doch echt deutlich gewesen. Ne? Hier so ein kleiner Fehlausbruch zur Fett nach oben und dann halt hier wird runtergedrückt, Framing ganz deutlich nach unten. Und was macht der Markt? Krabbeln mal wieder hoch. Ne? Ja. Und jetzt haben wir aber zumindest hier einen Ansatz dafür, dass es halt nach unten weitergehen könnte, nämlich halt eben mit dem Anknüpfen an die Bewegung vom Freitag, mit eben dann, was ich auch hier gezeigt habe. Ich hoffe, man versteht, was ich meine. Ich kann das hier aber auch mal nochmal deutlicher einzeichnen. Also wir haben halt hier ein Low, wir haben hier ein High und da eben auch ein High und hier auch nochmal ein Low, nachdem der Markt eben vorher das andersrum gemacht hat. Nämlich hier, wie man ja sieht, müsste ich jetzt ein bisschen zu weit links ansetzen, aber immer mit steigenden Highs. Ne? Machen wir halt mal nur mal das letzte hier noch mit rein. Will er nicht, Moment. Also hier das letzte High, dann sieht man jetzt ja hier schon, ne? Hochpunkt, Hochpunkt und wir kriegen halt hier eine Umkehr gefolgt oder bestätigt eben mittlerweile eigentlich auch durch zwei Tiefs, die halt eben beide Male tiefer gewesen sind. Ne? Das heißt, wir könnten hier schon eine Umkehr jetzt halt haben. So. Und von daher ist es natürlich nicht von der Hand zu weisen, dass das halt auch so kommen wird. Ne? Ich lasse die mal hier auch im Live-Chat auch mal drin, damit man es da halt eben auch hat. Lasse ich das drin? Sieht so ein bisschen, naja, okay. Ich kann es ja nochmal rauslöschen. Aber nur, das ist jetzt eben mal das, was wir hier im Livestream machen, damit man das eben auch zu Hause an der Kiste nachvollziehen kann. So, das heißt,
wir haben halt hier eine potenzielle Trendumkehr im H1. So, wir haben aber im Daily, und das ist das, was mir nicht dran gefällt, eben aber immer noch ein Framing, das gerade erst wieder in die andere Richtung gedreht wurde, nämlich halt nach Long. Also hier, nachdem der Zinssatzentscheid das Ganze rot gefärbt hat, gab es ja dann halt eben mit den NFPs dann halt nochmal Long im Framing. Und da stehen wir jetzt erstmal an der Unterseite. Ne? Und das ist halt eben das, was mir nicht gefällt an dieser Trendumkehr. Deswegen finde ich es halt momentan auch so komplett schwierig, den Dow da so mal eben einzuschätzen. Klar, drehen wir das jetzt nochmal um, hier dieses Framing. Das sehen wir dann leider aber erst morgen, nicht heute. Das heißt, kommen wir hier um im Schlusskurs unten drunter raus. Dann ja, ne? Dann sage ich, okay, gut, das passt. Dann hänge ich mich da dran und sage dann halt auch, alright, wir fallen halt eben mal ein paar Meter nach unten, haben dann jetzt endgültig dann auch mal eine anstehende Korrektur. Gucken wir mal auf den Weekly, dann fragt man sich so, hey, was willst du denn? Ja, das Ding ist doch long as long can be. Ja, und hier sieht man es ja auch, ne? Rauf, rauf, rauf. Warum soll der jetzt nicht einfach nochmal da rauf laufen? Ne? Also auch das spricht wiederum dagegen. Irre schwierig, wie ich finde. So, hier übrigens der DAX, ne, dazu zu meiner Empfehlung, wo ich ja gerade gesagt habe, ich würde mir nicht so viele Sorgen machen, wenn man da oben reingegangen ist, dass der nochmal irgendwie zurückläuft, wie man sieht, drückt jetzt erstmal schön weiter nach unten. Das passt. So, das heißt also für den Dow, ich weiß es echt nicht, ne, ich glaube, ich will mich da, ich habe jetzt auf die Probleme da hingewiesen, die wir halt im Dow eben sehen, die es halt einfach ultra schwierig machen, den irgendwo zu greifen. Ich würde den hier erstmal fast außen vor lassen. Und der soll jetzt erstmal gucken, ob er halt diesen Short-Trend wirklich hier auch weiterführen kann oder ob das jetzt wirklich dann nochmal umdreht. Ich weiß es nicht. Ich will mich hier definitiv nicht festlegen. Sehe auch hier keine nennenswerten Punkte, wo ich sage, okay, das kann man so und so handeln. Tatsächlich nicht. Ne? Also jetzt hier nicht im H1, im anderen Timeframe, klar wird man die finden und hier mal 10, 20 Punkte rausschneiden können. Aber was das hier werden soll, who knows, ja. Kann ja genauso gut sein, nachdem es hier unten wieder so sauber reagiert hat und das ja eigentlich auch die Reise war, dass wir jetzt hier einfach nur seitwärts laufen. Kann genauso gut sein. Werfen wir mal kurz noch einen Blick auf Gold, was ich irgendwie gerade so ein bisschen enttäuschend fand am Freitag, dass es halt eben nicht nochmal zurückgekommen ist. Hier gehe ich wirklich fast davon aus, dass wir da unten diese grüne Zone nochmal sehen. Das heißt, hier gibt es sowieso keine Daytrading-Einschätzung und wenn, dann wäre die halt, ja, wir laufen rauf an die 2033 maximalen, von dort geht es dann wieder runter. Ne, weil man halt hier schon sieht, so, ey, oben das Gap wurde nochmal irgendwie abverkauft, die zwei, hier diese Highs wurden nochmal rausgenommen nach unten, die 2033. Mein Zünglein an der Waage nochmal durchstochen, wahrscheinlich ging es dann halt hier nur darum, mal eben oben am Gap zu scheitern. Und das heißt, wenn wir hier einen Rücklauf hinkriegen, kriegen wir wahrscheinlich dann auch irgendwie so eine Bewegung, die dann eben aber auch in zwei Etappen runterfallen könnte bis 1980. Wird nicht heute passieren, also ich wüsste nicht wieso oder wo das herkommen sollte, ohne externe Trigger, aber generell ist das schon langsam so, ja, ich will nicht sagen vorprogrammiert, aber schon sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, nachdem es hier oben ja in mehreren Anläufen einfach nicht funktioniert hat, dort weiterzulaufen. Wird Gold wohl da auch mal an der Unterseite ansetzen müssen. Ich glaube nicht, dass es ohne funktioniert. Das heißt, hier haben wir wahrscheinlich ein paar Tage, bis wir dort nochmal reinkommen. Ich würde aber hier nicht auf dem Niveau unbedingt jetzt auch großartig Short eingehen. Vielleicht irgendwie für einen kurzen Ruck nach unten, aber mehr halt eben auch nicht. Ne? Aber generell ist für mich Gold im Swing oder im ja, Long oder halt eben Long oder einfach also auch ein Investment momentan. Ne? So, Bitcoin, was sagt der uns? Das gleiche wie gestern, da habe ich ja auch schon gesagt, ne? Der steht hier schön stabil da oben auf hohem Niveau und da bin ich immer noch der Meinung, 45.000 sollten eigentlich dann doch irgendwie demnächst mal kommen, aber auch kein Intraday-Ding so oder so. Von daher jetzt erstmal nicht viel dazu zu sagen. So, also DAX entwickelt sich hier erstmal ganz gut. So wie das aussieht, wenn die 10 Minuten noch halten, dann wird der Markt wahrscheinlich dann auch runterfallen. So, mehr weiß ich jetzt auch nicht mehr und will es auch nicht zu lange machen. Ich sehe auch schon, dass der eine oder andere hier auch schon abwandert. Ich kann es natürlich auch nachvollziehen und weil das Live-Trading ist ja auch durch und von daher gibt es ja nicht mehr viel zu sagen. Also alles hier, kurze Zusammenfassung, alles super sauber aufgegangen, wie ich finde und
an Punkten, was waren das jetzt eigentlich? Habe ich gar nicht geguckt. Also monetär war es jetzt nicht so wahnsinnig viel. Und da kommt jetzt irgendwie, warum auch immer, nichts. Also wir hatten einmal 15 Punkte und einmal 23 Punkte, das Ganze in zwei Etappen. Hier nochmal ganz kurz. Da sieht man es ja, ne? Hier oben die Ergebnisse. Also wie gesagt, ne? Monetär, ja. Position ein bisschen kleiner, aber ist ja egal. Und also 23 Punkte plus 15 Punkte. Wir sind in Summe 138. Ungefähr. Natürlich nicht. So, aber von daher glaube ich, ist es aber insgesamt ganz okay, ne? Wie das hier gelaufen ist. Gut, also, wenn wir dann nichts mehr haben, ich gehe nochmal irgendwie durch die Kommentare hier durch. Super gelaufen, hat gut geklappt. 120 Euro, 15 Punkte Short, war Short dabei. Top, gut. Right, also, Wolfgang. Also, was ich natürlich noch sagen wollte, Value Mapping und das so weiter und so fort, das gibt es am liebsten und am besten und möglicherweise tatsächlich auch nur bei FX Flat. Also, wer da irgendwie ein Konto aufmachen möchte, womit man eben genau diese Geschichten machen kann, wie ich es ja am Anfang gezeigt habe, mit dem Value Mapping, so dass man den Future eben auf den CFD mappt und da einen besseren Überblick hat. Da kann ich natürlich FX Flat wärmstens empfehlen, weil dort ist es auf jeden Fall machbar, dass man die beiden Märkte dann halt eben übereinander legt. Und wie auch immer, ne, Wolfgang, also FX Flat hat auch einen hervorragenden Support eben für den Steo Trader und von daher auch uneingeschränkte Empfehlung. Also, wer da halt irgendwie Interesse dran hat, ein Konto zu eröffnen, ist hier unten in den Kommentaren bei YouTube verlinkt. Oder man ruft da an und sagt, ey, der Hilger war das, der hat gesagt, soll zu euch kommen. Dann wird das auch vermerkt. Und dann kriege ich halt auch mal ein paar Euro als Benefit. Weiß nicht, was der richtige Ausdruck ist, zurück. Aber als Kickback halt, also da freue ich mich natürlich auch, ne, dass halt eben auch auf anderem Wege dann halt so ein bisschen Kickback da halt kommt. Gut, Wolfgang, bist du noch da oder hast du den Tisch unterm Ich Kopf? bin Nein, da. den Kopf Ich unterm bin Tisch. da. Nee, nee, ich bin da. Ich bin Okay. da. Ja, danke für die Blumen, Dirk. Ja, klar. Also bei Interesse helfen wir immer gerne weiter, egal ob es VPOC betrifft, neue Kontoeröffnung etc. Einfach anrufen, offene Fragen stellen und wir werden immer einen Weg finden. Ja, Dirk, So vielen sieht's Dank. aus. Ja. Vielen, vielen Da würde ich Dank. sagen, du hast gleich das letzte Wort, oder mach du mal, komm, dann Ich mach ich bin das jetzt. gerade dabei. Ja, das letzte Wort war ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank an alle Teilnehmer. Von meiner Seite aus wünsche ich allen viele, viele, viele erfolgreiche Trades. Ich denke, ist auch in Dirks Sinne. Und ja, wie gesagt, bei Fragen kommt gerne auf uns zu. Wir haben immer ein offenes Ohr. Dirk, jetzt darfst du noch was sagen. Gut, ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr dabei gewesen seid. Und auch der Wolfgang, dass er nicht eingeschlafen ist, an den auch ein Dankeschön. Auch an FX Flat hier fürs Ah. Veranstalten, aber natürlich hauptsächlich an unsere Zuschauer hier. Und ihr wart ja wieder zahlreich dabei, habt auch viele Kommentare hier rein getextet, beziehungsweise in die Tasten gehauen. Und es haben ja auch einige, doch recht viele auch die Trades mitgemacht und gutes Geld verdient. Darum geht's, das freut mich und vielleicht konnte man ja auch was lernen, wenn man hier zum ersten Mal dabei war oder halt vielleicht Anfänger ist oder auch wenn man Profi ist, vielleicht irgendwas trotzdem für sich mitnehmen und in seine eigenen überlegen. Also mir hat Spaß gemacht. Ich bedanke mich. Ich wünsche euch einen erfolgreichen und schönen stürmischen Handelstag. Also stürmisch, weil wenn ich hier aus dem Fenster gucke, da ist irgendwie, frage ich mich, wo der ganze Wind herkommt. Und aber wie dem auch sei, ich freue mich aufs nächste Mal. Wir sehen uns heute Abend dann um ja, etwa 11 Uhr, 10:30 Uhr, 11 Uhr dann wahrscheinlich wieder bei YouTube, wo ich dann den Ausblick zum Morgen mache wo ich mir dann auch angucke, was jetzt eben auch noch draus geworden ist aus dem Markt und dann halt eben gucken, wie wir dann morgen mit weiter umgehen. Herzlichen Dank. Ich sage ciao, ciao in die Runde. Bis zum nächsten Mal.